Hallo, wer bist du denn? Ich bin das Modell des Lustschiffes Buschentauro. Und was machst du hier? Ich bin hier in der Ausstellung, um meine Geschichte zu erzählen. Woher kommst du? Ich komme aus der staatlichen Kunstsammlung aus Dresden. Und wie bist du hierher gekommen? Ich bin von der Firma Hasenkamp mit dem Kurier hierher geschickt worden. Wie weit war dein Weg? Von Dresden nach Doberlo-Kirchheim sind es 97 Kilometer. Das heißt, ich bin mehr als eine Stunde gefahren. Wer ist auf dich aufmerksam geworden? Ich bin das Wunschobjekt von Anne-Kathrin Ziesack. Warum siehst du so besonders aus? Weil ich nach dem Vorbild nach den Galeeren in Venedig gebaut wurde. Wie alt bist du? Ich wurde 1719 gefertigt, also bin ich ca. 295 Jahre alt. Und hast du einen hohen Wert? Ja, ich bin eines der wertvollsten Gegenstände hier in der Ausstellung. Aus welchem Material bestehst du? Mein Modell und mein Schnabel bestehen aus Holz und dann wurde ich mit Blattgold überzogen. Auf dem Dach der Kabine sind an kleinen Türmchen Federn angebracht und die Vorhänge am mittleren Fenster sind aus rotem Taft. Was ist das für ein Tier in deinem Bug? Das Tier soll ein Schnabeltier darstellen. Was bedeutet das Bild auf deiner Fahne? Der Arm, der das Schwert hält, soll angeblich zu Herkules gehören. Gehört die Halterung, auf der du stehst, zu dir oder wurdest du extra für die Ausstellung darauf platziert? Nein, die Halterung gehört zu mir. Trägst du schon immer den Namen Buschentauro? Nein, ursprünglich trug ich den Namen Maria Josepha. Wer hat dich anfertigen lassen und zu welchem Anlass? König Augustus II. Hat mich zum Anlass der Vermehrung seines Sohnes Friedrich Augustus und der Kaisertochter Maria Josepha anfertigen lassen. Deswegen auch mein früherer Name Maria Josepha. Auf mir legte die Braut ihre letzte Etappe von Pirna nach Dresden zurück. Hast du dich schon einmal verletzt? Ja, durch die ständige Vibration, die Besucher verursachen, ist mir der vordere Mast weggeknickt. Wer passt hier in der Ausstellung auf dich auf? Mein eigener Restaurator und die Sicherheitsleute achten darauf, dass es mir hier in Doberlo gut geht. Und wann wirst du wieder abgeholt? In der zweiten Novemberwoche werde ich wieder nach Dresden in die staatliche Kunstsammlung gebracht. Vielen Dank für die Information. Aber gerne doch.